Wenn ein Autobauer den Nachfolger seines wichtigsten Modells auf die Räder stellt, dann ist das nicht immer einfach. Nissan hat es mit dem Nachfolger des neuen Micra erfolgreich geschafft. Die inzwischen vierte Generation dürfte an die Verkaufserfolge der Vorgänger anknüpfen können. Seine kompakten Abmessungen hat der Micra behalten. In der Länge hat er gerade einmal um 6 cm zugelegt, in der Breite um 1,5. Damit sollte sich auch in Zukunft selbst in Großstädten problemlos einen Parkplatz finden lassen. Dank des gewachsenen Radstandes bietet der Micra im Innenraum genug Platz. Technisch hat Nissan kräftig aufgerüstet. Zum Verkaufsstart sorgt ein 80 PS starker Dreizylinder für starken und zugleich sauberen Vortrieb. Dieses ist der neue Micra, die inzwischen vierte Micra-Generation in Europa. Es ist ein völlig neues Auto, also keine Weiterentwicklung. Er baut nicht nur auf einer neuen Plattform auf, sondern hat auch einen brandneuen Motor. Ein Dreizylinder mit einem CO2-Ausstoß von nur 95 Gramm pro Kilometer. Und das ist momentan der weltweite Bestwert eines Benzinmotors. Sie werden über die Kombination aus niedrigem CO2-Ausstoß und den Preis des neuen Micra staunen. Bereits die Grundausstattung ist mit ABS, ESP, 6 Airbags, Servolenkung und elektrischen Fensterhebern erfreulich umfangreich. Trotzdem ist der neue Micra mit 10.740 Euro 480 Euro günstiger als sein Vorgänger.